Hallo und willkommen zum Podcast Stories of Climate Change Hope, dem Podcast, der dir alle zwei Wochen ein kleines bisschen Hoffnung bringt. Mein Name ist Steffen Schwartmann und heute haben wir unsere erste deutschsprachige Episode. Heute ist Laura Tröllenberg zu Gast. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet unter anderem im Projekt Klassik Klima, her mit der coolen Zukunft. Hi Laura, wie geht's dir? Hi, gut geht's mir. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, freut mich, dass du da bist. Ja, ich möchte auch voll gerne dann gleich starten und dich etwas zu dem Projekt Klassik Klima fragen. Also ich denke, wenn wir von Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel und Bewusstseinsschaffung sprechen, ist natürlich super wichtig, wenn man früh damit beginnt. Und in eurem Projekt geht es ja auch darum, ja, mit jungen Menschen an der Schule in Kontakt zu treten, vielleicht auch zu Engagement zu bewegen und ein Umweltbewusstsein zu schaffen. Ist das so ungefähr richtig? Oder vielleicht willst du noch mal sagen, worum es bei euch geht, bei Klasse Klima? Ja, sehr gerne. Bei Klasse Klima geht es um mehr als nur ein Bewusstsein zu schaffen. Das haben wir letztens erst mit unserer Online-Schulung, die wir angeboten haben von Multiplikatoren, nochmal besprochen, dass es eine Sache ist, ein Bewusstsein dafür zu haben, der Klimawandel ist da, das ist ein Problem und wir müssen was tun. Und was anderes ist es eben, ins Handeln zu kommen und die Handlungsfähigkeit entsprechend zu stärken. Und das ist uns ein ganz zentrales Anliegen bei Klasse Klima, dass Schülerinnen und Schüler wirklich selbst aktiv Klimaschutz gestalten. Und dafür gehen dann eben Multiplikatoren an die Schule und erarbeiten Projekte zusammen mit den Schülerinnen. Und du hast das gerade auch erwähnt, so ein bisschen die Struktur. Also ihr habt Multiplikatoren, so ihr als Organisatoren, ihr leitet dann die Multiplikatoren-Schulung. Und worum geht's da? Also die Multiplikatoren sind das Studierende oder? Das sind größtenteils Studierende, was einfach daran liegt, dass die dann doch immer noch, was die Zeiteinteilung anbelangt, weit flexibler und irgendwo privilegiert sind. Und von der Altersstruktur sind das 18- bis 27-Jährige, sogenannte junge Menschen. Und genau, meine Kollegin Geli und ich, wir führen diese Schulungen durch vom Netzwerk N aus. Das Projekt wird ja zusammen mit der Bundjugend durchgeführt und wir bilden da eben die Multiplikatoren aus und geben ihnen ein gewisses Basiswissen in Bezug auf Klimaschutz, klimaschützendes Handeln, aber auch entwicklungspsychologische und umweltpsychologische Grundlagen, um irgendwie klarzumachen, was es eigentlich ist. Was beschäftigt die Zielgruppe, also die SchülerInnen, mit welchen Fragen beschäftigen die sich eigentlich so je nach Alter und wie können Menschen letztendlich auch motiviert werden oder dazu gebracht werden, sich umwelt- oder klimaschützend zu verhalten. Und letztendlich setzen wir das aber auch schon mal so weit in die Praxis um, als dass wir mit den Multiplikatoren auch so Projekttage, um die es dann letztendlich geht, mal auszuprobieren. Also selbst sich in diesen Kontext so ein bisschen zu bringen, also das so zu simulieren, wie es so ist, so einen Projekttag letztendlich vor SchülerInnen auch durchzuführen. Das sind so die Eckpfeiler der Schulung. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch kommen die Regionalkoordinierenden noch ins Gespräch, denn das ist auch ein Bestandteil des Projekts bei Klasse Klima, dass wir letztendlich in den verschiedenen Regionen, in denen wir aktiv sind, auch Regionalkoordinierende haben, die dann mit den Multiplikatoren danach eben schauen, hey, das sind irgendwie Schulen, die gerade Interesse bekundet haben und die wünschen sich ein Angebot, wer kann sich das vorstellen und andersrum aber auch ansprechbar sind für die Multiplikatoren, wenn es irgendwie Fragen gibt in der Vorbereitung, in der Durchführung etc. Und die sind eben auf der Schulung auch dabei
und besprechen dann so ein bisschen, wie es dann praktisch weitergeht. Also wir machen wirklich einen krassen Rundumschlag innerhalb von so 2,5 Tagen ungefähr, von einer theoretischen Grundlage bis hin zur praktischen Übung mit viel Reflexion und dann zum Schluss auch so ein, okay, wie geht's jetzt wirklich ganz konkret weiter? Das klingt ja echt nach einem großen Projekt, wenn ihr da auch in vielen verschiedenen Bundesländern diese Koordinierenden habt. Weißt du ungefähr, wie viel Schulen oder wie viel Schüler ihr schon erreicht habt, die dann in einer dieser Klassen war, wo einer der Multiplikatoren das vorgestellt hat? Also hört sich schon an nach einem riesen Impact so von dem, was du erzählt hast. Ja, ich muss ehrlich gesagt gerade mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele wir genau bisher erreicht haben, auch weil wir so einen kleinen Einbruch jetzt hatten durch die Corona-Krise. Ich glaube, unsere Zielzahlen sind, dass wir 8000 Schüler in einem gesamten Projekt erreichen und ich weiß gerade nicht, wo wir aktuell stehen. Aber wir sind auf jeden Fall in 10 Bundesländern und sind insgesamt auch gut dabei. Also wir wollen auch AGs anbieten und das ist bisher noch ein bisschen schwierig, aber Projekttage haben wir schon ziemlich viele angeboten. Also AGs dann in den Schulen selber? Genau. Ja, das war jetzt ja bestimmt eine Herausforderung, wenn viele Schulen zu waren. Wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr dann auch irgendwie Online-Angebote kurzfristig auf die Beine gestellt oder war dann komplett Pause? Nee, tatsächlich haben wir auch auf Online umgesattelt, auch weil das für uns so als Organisation jetzt auch bewältigbar war, weil wir das teilweise eh schon ein Stück weit machen. Also das Netzwerk N zum Beispiel ist ja auch bundesweit vertreten und das ist eh notwendig, da zusammenzukommen. Und dann haben wir Online-Angebote erstellt, also die Angebote für die SchülerInnen, das haben letztendlich, das ist eine Sache, die von Seiten der Bundjugend gestaltet wurde, von meinen Kolleginnen Katharina und Antonia vor allem. Und wir haben dann wiederum vom Netzwerk N, also Gili und ich, wir haben dann Angebote für die Multiplikatoren entwickelt. Also eine Online-Schulung, die die Multiplikatoren darauf vorbereitet, Online-Projekttage anzubieten. Und wenn man da jetzt mal auf die Website klickt, www.klasse-klima.de, dann ist das auch gleich ganz oben zu sehen, dass es eben Online-Projekttage gibt und auch Methoden, und Arbeitsblätter etc., die auch SchülerInnen selbst zu Hause dann anwenden können. Also das ist alles in ständiger Weiterentwicklung, aber da ist auch schon echt viel passiert, weil wir im gleichen Zeitraum unsere Schulungen eben nicht anbieten konnten. Eigentlich wäre das was gewesen, was im Projekt so ganz akut auf dem Plan stand und wir mussten die Schulungen erstmal verschieben und machen das jetzt erst wieder im Herbst. Und da wurde einfach viel Zeit frei und dann haben wir gesagt, na gut, dann probieren wir das mal mit Online-Angeboten. Und viele Schulen waren auch ziemlich dankbar, weil einige auch einfach sehr überfordert sind, selbst direkt alles didaktisch aufzubereiten und den SchülerInnen anzubieten. Ja, ist ja schön, dass das auch geklappt hat, dann so spontan und dass die Schulen oder die Schüler da auch für offen waren. Ja, du hast das eben schon mal kurz erwähnt, so es geht auch nicht nur um Bewusstsein, sondern auch um den Teilnehmenden auch die Möglichkeit zu geben oder zu zeigen, dass man selbst auch handeln kann und du hast das schon erwähnt, Psychologie, Umweltpsychologie ist da auch irgendwie so ein Fachgebiet. Das war für mich jetzt auch noch relativ neu. Man kennt ja irgendwie Psychotherapie, Organisationspsychologie, Arbeitspsychologie, Verkehrspsychologie. Das war jetzt noch recht neu. Für mich war es noch recht neu. Vielleicht kannst du da noch was zu erzählen. Also was das ist. Du hast erzählt, es geht auch um Handeln.
Kann man das auch studieren oder macht man da eine Fortbildung, wenn man sich dafür interessiert? Also, erst einmal gibt es Umweltpsychologie schon eine ganze Weile. So, ich weiß nicht, wann der Begriff das erste Mal geprägt wurde. Ich glaube aber, das geht auch so ein bisschen auf die, teilweise auf die 70er zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auch immer die Frage, wann es dann wie benannt wurde, und welche Forschung und Theorien rückblickend irgendwie dem Bereich zuzuordnen sind eigentlich. Denn Umweltpsychologie ist letztendlich ein Fachbereich, der, also eine Anwendungsdisziplin in der Psychologie, die sich aus verschiedenen Grundlagenfächern wie insbesondere der Sozialpsychologie speist. Und einfach auch eine große Überschneidung hat mit zum Beispiel auch Architekturpsychologie. Also je nachdem, in welchem Bereich der Umweltpsychologie man schaut, und das, was wir bei Klasse Klima vor allem mit einbringen und womit ich mich beschäftige, ist die Umweltschutzpsychologie vor allem, also die Frage danach, wie sich der Mensch in Bezug auf die Umwelt verhält. Also ob Menschen eben ins Handeln kommen, wenn sie zum Beispiel wissen, es gibt Probleme wie den Klimawandel oder nicht und woran das liegt und welche Barrieren es da gibt und wie man die überwinden kann. Und studieren kann man das Ganze an wenigen Unis, aber man kann das eben im Master studieren, zum Beispiel an der Uni in Magdeburg, aber auch an der Uni Koblenz-Landau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und entsprechende Lehrstühle und das war mal mehr, dann ist das eingebrochen und jetzt erlebt das wieder so ein bisschen so ein Aufschwung. Man kann sich sonst aber eben auch sehr gut mit Menschen vernetzen über die Initiative Psychologie im Umweltschutz, ein Verein, den es jetzt seit über 25 Jahren schon gibt. Das ist ein Netzwerk aus ja, vorwiegend Studierenden, die unter anderem zweimal im Jahr Kongresse durchführen, ehrenamtlich anbieten und da eben immer einen anderen Schwerpunkt setzen. Und das war zum Beispiel eben auch eine Plattform, über die ich überhaupt mit Umweltpsychologie erstmal in Kontakt gekommen bin. Das hat nämlich bei mir im Studium gar keine Rolle gespielt. Ich habe eigentlich Gesundheits- und klinische Psychologie studiert. Hab dann aber auch schnell gemerkt, ah ja, Gesundheitspsychologie, also die Modelle, die da zur Anwendung kommen, also da sind ja auch so die Fragen vom Wissen ins Handeln zu kommen, ne, dieses, ja, gute Vorsätze haben in Bezug auf Gesundheitsverhalten und dann das umzusetzen. Das sind einfach, das ist eine große Parallele und da habe ich viel in der Umweltpsychologie wiedererkannt. Ja, und dann letztendlich, aber in diesem Verein, in der Initiative Psychologie im Umweltschutz, mich dann eingehender damit beschäftigt, mit Menschen mich zusammengefunden, die das Wissen auch aufbereiten wollten, in die Praxis bringen wollten und dann eher über Bücher zum Beispiel oder den Austausch mit anderen Menschen mich da weitergebildet. Und das geht vielen so, die sich mit Umweltpsychologie beschäftigen. Also es sind relativ wenige, würde ich sagen, die tatsächlich das im Studium explizit hatten und viele, die sich das nebenbei aneignen. Wenn man jetzt gar nicht Psychologie studiert hat, ist es wahrscheinlich schwer, da irgendwie reinzukommen. Oder habt ihr auch also jetzt in eurem Verein, habt ihr da auch Angebote im IPU für Leute, die eigentlich mit Psychologie im Studium noch gar keinen Kontakt hatten? Ist das auch möglich, da mitzumachen? Oder ist das schwierig, die Menschen, diese andere Hintergründe haben, zu integrieren? Also die Kongresse sind auf jeden Fall offen für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Und sie haben oft auch einen starken interdisziplinären Fokus. Das heißt, es gab zum Beispiel mal einen Kongress, da ging es um Stadt- und Raumplanung, was eigentlich klassischerweise eher ein geografisches Thema ist zum Beispiel. Und entsprechend haben sich in den Workshops eben diese Themenfelder einfach berührt und manchmal war es ein stärkerer geografischer, raumplanerischer Fokus und manchmal eben ein stärkerer psychologischer Fokus. Und
Dadurch, dass das in dem Netzwerk der IPU beworben wird, sind die Teilnehmenden vorrangig Psychologie-Studierende auch, aber nicht ausschließlich. Und es gibt immer wieder Menschen, die eigentlich aus anderen Fachrichtungen kommen und da auch Wissen schöpfen und sich vernetzen. Aber natürlich ist es, wenn du, also es ist ja auch oft eine Frage von einer gewissen Sprache, beispielsweise einfach Fachbegriffe etc. Also es ist schon leichter, wenn man einen psychologischen Hintergrund hat, da irgendwie reinzukommen, sich daran zu bewegen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Also über die Kongresse hinaus gibt es ja auch Literatur, wie beispielsweise das Handbuch Psychologie und Umweltschutz von Karen Hamann, Anna Baumann und Daniel Löschinger, das explizit für Menschen auch geschrieben wurde, die keinen Psychologie-Hintergrund haben und aber trotzdem nachhaltiges Verhalten fördern wollen und für die eben dieses Handbuch Ansätze bietet, wie das zum Beispiel in die eigene Arbeit integriert werden kann. Ja, danke für die Buchempfehlung. Das wäre ja dann das Richtige für mich und vielleicht auch für ein paar der Hörer, die sich auch dafür interessieren. Ich beschäftige mich nebenbei so ein bisschen mit der Kommunikation auch von Klimawandel und da geht es ja auch viel darum, ja, wie ihr ja auch schon macht, irgendwie, wie man andere zum Handeln bringt oder zu mehr Engagement verleitet. Und da spielt eben so diese Sozialpsychologie auch eine große Rolle. Ich denke, das Buch werde ich mir dann auch mal zulegen. Ja, super, super spannend. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, wenn ich das alles schon wüsste, dann vielleicht würde ich auch dann im Bachelor schon gleich Psychologie studieren und dann Schwerpunkt in Umweltpsychologie setzen. Ja, wie bist du eigentlich zu dem Projekt gekommen? Ich glaube, da waren wir jetzt noch nicht. Also Klasse Klima habe ich gesehen. Das ist jetzt seit ein paar Jahren die zweite Phase. Wie bist du dazu gekommen, dass du da jetzt als Organisationsmitglied oder Projektreferentin mit dabei bist? Tatsächlich über mein Engagement beim Wandelwerk, beziehungsweise damals war das noch im Rahmen der IPU. Also das Wandelwerk, das haben wir dann als Verein gegründet, um umweltpsychologisches Wissen in die Praxis zu bringen, also um explizit Workshops anzubieten oder auch Seminare an Unis für Menschen, die eben nicht einen psychologischen Hintergrund haben, aber sich für umweltpsychologisches Wissen interessieren. Und solch einen Workshop habe ich mal mit einer Freundin aus dem Wandelwerk angeboten für das alte Klasse-Klima-Projekt für Multiplikatoren. Die haben sich das gewünscht und dann haben wir da so einen mehrstündigen Workshop angeboten. Und so habe ich Antonia auch kennengelernt, die bei der Bundjugend arbeitet und das Projekt, das Gesamtprojekt koordiniert. Und so ist der Kontakt überhaupt entstanden. Und dann gab es eben Gespräche auch mit dem Netzwerk N, inwiefern nicht auch so Hochschulkooperationen ein Teil des, ja, der Weiterförderung irgendwie sein könnte. Also es wurde eben überlegt, einen neuen Antrag zu stellen für eine zweite Runde Klasse Klima sozusagen. Und das Netzwerk N ist dann wiederum mit dem Wandelwerk und der IPU sozusagen befreundet. Und so kam das dann irgendwie zusammen. Und ich habe dann auch war bei dem Antragsprozess auch schon mit beteiligt. Und wir haben uns dann quasi auch schon gemeinsam überlegt, wie umweltpsychologisches Wissen dieses Vorhaben bereichern könnte. Und dadurch, dass ich auch schon im Hochschulkontext also auch gelehrt habe, hat das dann auch gepasst, da vom Netzwerk N aus diese Stelle mit zu besetzen, weil das haben wir noch gar nicht so geklärt, aber ein innovativer Aspekt von Klasse Klima ist eben auch ehrenamtliches Engagement mit ehrenamtliches Engagement mit der Hochschullehre zu verknüpfen. Das heißt, Studierende können sich dann eben ihr Engagement auch als ECTS-Punkte anrechnen lassen. Das ist ein anderer Schwerpunkt, den ich bei Klasse Klima noch mitverfolge.
Genau, und so kam es dann, dass ich da letztendlich als Projektreferentin aktiv bin. Ja, spannend, wie doch alles miteinander verknüpft ist. Du hattest jetzt schon verschiedene Vereine erwähnt, Initiative Psychologie im Umweltschutz und Wandelwerk. Was war jetzt nochmal genau Netzwerk N? Worum geht's da? Das Netzwerk N ist ein Verein, der Nachhaltigkeit an Hochschulen unterstützt, indem er studentisches Engagement ja unterstützt, also das Empowerment von Studierenden an Hochschulen. Das ist ein zentrales Anliegen dieses Vereins und das ist mein Arbeitgeber sozusagen. Also das ist der Verein, der zusammen mit der Bundjugend diesen Antrag gestellt hat für das Projekt Klasse Klima und das Ganze trägt. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen, die das Netzwerk letztendlich macht. Ein ganz zentraler Baustein ist aber das Projekt Zukunftsfähige Hochschulen gestalten, wo zum Beispiel das Wandercoaching, die Wandercoaching-Ausbildung angegliedert ist, wo es darum geht, dass Studierende, die in Nachhaltigkeitsinitiativen wirken, ausgebildet werden, ihr Wissen, ihre Erfahrungen weiterzutragen und andere Nachhaltigkeitsinitiativen in ihrem Prozess zu unterstützen. Und da wurde auch schon richtig viel gewirkt. Das ist auch schon die zweite Runde, wenn nicht sogar, ich glaube, eine dritte fängt jetzt an. Auf jeden Fall gibt es das schon eine Weile. Das heißt, da ist auch schon richtig viel Erfahrungswissen dabei. Und auch im Rahmen des Wandercoaching-Programms sind eben auch spannende Sachen einfach entstanden. Die Erfahrungen wurden dann unter anderem niedergeschrieben in so einem Methodenhandbuch, die Methode N, die man sich auch kostenlos runterladen kann, was ich persönlich sehr bereichernd fand, auch für meine Arbeit. Und wieder den Multiplikatoren bei Klasse Klima zum Beispiel auch wieder rumempfehlen, um ihre eigenen Projekttage auch zu gestalten. Genau. Und das Netzwerk N hat auch noch viele andere spannende Formate, auch ein Kongress, der jährlich organisiert wird, wo es dann eben auch viel um Vernetzung von studentischem Engagement im Nachhaltigkeitskontext geht. Aber da kann ich auch einfach nur empfehlen, sich da auf der Website ein bisschen durchzuklicken und anzuschauen, was da so alles passiert. Denn da passiert eine ganze Menge. Also wenn ich mich als Student oder Studentin dafür interessiere, mehr Nachhaltigkeit an meine Hochschule, an meine Uni zu bringen, dann gehe ich einfach auf die Webseite und suche am besten dann nach dem nächsten Wandercoaching oder was würdest du da empfehlen? Einfach auf die Webseite schauen und gucken, was angeboten wird? Genau, es kommt immer darauf an, ob gerade eben so eine Runde stattfindet, wo man sich zum Beispiel als Initiative bewerben kann, an so einem Wandercoaching teilzunehmen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also beispielsweise gibt es auch eine Best-Practice-Sammlung, also wo man sich anschauen kann, was andere Initiativen an ihren Hochschulen eigentlich schon auf die Beine gestellt haben. Und dann kann man sich anschauen, wie kann ich das dann eben an meine Hochschule bringen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was das eigene Anliegen da auch ist. Und es ist eben auch einfach eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und Unterstützung zu suchen. Ich muss dafür nicht irgendwie an der Hochschule angestellt sein als Hiwi oder das, also wenn ich Student, Studentin bin, das reicht dann vollkommen, oder? Absolut, ja. Also es geht vor allem darum, studentisches Engagement zu unterstützen und dann natürlich aber auch möglichst viele Menschen, die an der Hochschule wirken, da irgendwie mit einzubeziehen. Ja, okay. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die den Podcast hören, die sich dafür interessieren. Und deswegen auch gleich dazu, wann ist denn von Klasse Klima eure nächste Multiplikatoren-Schulung? Habt ihr da jetzt nochmal eine online geplant, wo jemand auch teilnehmen könnte, der jetzt gerade den Podcast hört? Also Online-Schulungen haben wir jetzt erstmal pausiert, weil da muss ich ehrlich zugeben, das ist ja nicht die größte Freude. Und wir arbeiten ja schon auch aus Überzeugung, weil wir irgendwie Spaß an
an unserer Tätigkeit haben. Und das war eine gute Online-Schulung, aber wir haben schon deutlich mehr Freude an den Präsenzveranstaltungen und haben das jetzt alles in den Herbst geschoben. Und auf der Webseite kann man sich auch aktuell anmelden. Die ist jetzt ganz frisch auch freigeschaltet, die Anmeldung. Und die Schulungen finden statt im Oktober. Beginnt die erste im, oder muss ich gerade mal kurz nachgucken? Moment. Also die ersten Schulungen beginnen jetzt im Oktober. Am 2. Oktober startet die Schulung in Hannover und dann geht es weiter mit Mainz, Stuttgart, Kiel und Dresden, immer für die jeweiligen Regionen und Bundesländer. Und da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf, dann wieder die Multiplikatoren ganz persönlich direkt kennenzulernen und gemeinsam ja ins Handeln zu kommen. Das wird, glaube ich, richtig schön. Ja, super. Dann habe ich jetzt kurz vorm Ende noch vielleicht ein, zwei kurze Fragen. Worauf freust du dich in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche? Das kann alles sein, das muss jetzt auch nichts mit den Projekten zu tun haben. Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt gerade mal drauf abzuschalten und in den Urlaub zu fahren, denn ich habe seit Corona eigentlich eher mehr gewirkt als vorher, war mein Eindruck. Also ich habe mich auch viel politisch engagiert und merke, ich brauche einfach mal eine Pause und Abstand und da freue ich mich gerade sehr drauf und werde ein bisschen lesen und mich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen weiterbilden, aber ja, fernab meines E-Mail-Kontos. Wenn du nur ein Wort oder einen Satz zur Verfügung hättest, wie würdest du dann dein persönliches Engagement beschreiben? Mit dem Herz in der Hand, mit dem Kopf durch die Wand. Und hast du vielleicht noch eine Empfehlung für vielleicht ein weiteres Buch, einen Film oder eine Serie, die du ganz toll findest? Also ich habe gerade angefangen zu lesen Buch Psychologie der Nachhaltigkeit, psychische Ressourcen für Postwachstumsgesellschaften von Marcel Hunicke. Denn das habe ich häufiger mal gesehen, dass das zitiert wurde und ich kenne auch schon Inhalte, aber eben eher so stichpunktartig. Und eine Freundin von mir hat das auf unseren Schulungen eben auch immer, ja, weitervermittelt und ich bin ziemlich angetan. Eigentlich bin noch gar nicht so weit gekommen, aber weit genug, um zu sagen, doch, ich glaube, das lohnt sich, sich das auch durchzulesen und da nochmal an einer anderen Stelle anzusetzen, nachhaltiges Verhalten auch zu fördern, indem wir uns in unseren Ressourcen einfach stärken. Ja, jetzt habe ich dich gar nicht konkret irgendwie gefragt. Ich meine, der Podcast heißt ja Stories of Climate Change Hope, aber das heißt ja nicht, dass man explizit irgendwie über Hoffnung oder Verzweiflung oder sowas spricht. Also ich würde einfach sagen, das, was du machst, macht mir sehr viel Hoffnung. Ich denke so, dass Bildung von Jüngeren über die Klimakrise und dann hin zu mehr Handeln, zu mehr Engagement in den nächsten Jahren auch noch relevant sein wird. Und ich glaube, das ist so irgendwie der erste Schritt, die Auseinandersetzung mit dem Thema in Richtung vielleicht auch eines sozialen Konsens. Also so, dass die Mehrheit der Gesellschaft eben dafür stimmt, dass das Thema Klimawandel so wichtig ist, dass eine weitergehende Klimapolitik okay ist, gewollt ist. Wenn man da jetzt junge Leute anspricht, denke ich, ist das der richtige Weg. Vielen Dank. Ja, danke auch, dass ich hier sprechen konnte. Bevor wir die Episode ganz beenden, habe ich immer so einen kleinen Text vorbereitet, den ich vorlese, der mir sehr wichtig ist.
Wir wollen die Episode nämlich beenden, indem wir sagen, dass wir uns für die Heilung unserer Welt und unserer Gesellschaft einsetzen. Wir wollen Brücken bauen und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft und zwischen uns und unserer Umwelt verringern. Wir können einen Teil dazu beitragen, indem wir beispielsweise Gespräche über den Klimawandel führen und über unsere persönliche Geschichte sprechen. Wir wollen dies tun, indem wir verantwortungsvoll und respektvoll handeln, auch wenn es schwierig sein kann. Und wir werden auch andere in ihrem Beitrag unterstützen und um Hilfe bitten, wenn wir sie brauchen. Und alle paar Tage werden wir ein bisschen Hoffnung verbreiten. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bei Coco möchte ich mich für die kreative Unterstützung und das Design des Logos bedanken. Ich möchte mich auch bei Wolkenrekorder dafür bedanken, dass ich seine Musik verwenden darf. Denkt daran, ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, iHeartRadio und Google Podcasts.